Und noch einen Balken vor dem Gesicht. Aller guten Dinge sind drei und die Proteinbar habe ich falsch rum. Hier habe ich wieder das dritte und letzte von dieser Sorte, dieses Proteinbars-Riegelchens von einem Huhn. Am Ende des Videos siehst du auch wie bei den anderen zwei die Zutatenliste. Und mir juckt die Nase. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, obwohl es Huhn ist, hat der Proteinriegel vom Huhn die höchsten Kilokalorien. Und zwar sind das hier 183. Im Vergleich dazu, das Rind hatte 175 und das Schwein hatte 164, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So, ich mache hier mal wieder Schnibbeldi, Schnappeldi. Ebenso 45 Gramm sind drin. Und das ist hier mit Ingwer und Limette. Ich mag überhaupt keinen Ingwer, aber ich hoffe jetzt, dass der Ingwer-Geschmack nicht allzu dolle durchkommt. Kommt zumindest geruchlich nicht durch, aber ich habe fürchterliche Angst, weil ich hasse Ingwer-Geschmack. Es ist wieder mal pervers. Achtung, perverse Zähne in 3, 2, 1 und tada! Sieht ein bisschen aus wie Lachs, wa? Krass. Sieht so ein Stück Fisch in der Hand. Also, ja. Riecht nach Pökelsalz. Gepökelt, geräuchert. Sowas in der Richtung. Aus wie Huhnfleisch. Wow. Der Ingwer kommt durch, überhaupt nicht penetrant oder widerlich. Immerhin, ich mich jucke, rutscht meine Brille so hoch, weil genau das Bügelende hier hinten ist, wo es juckt. Nervig. Konsistenz, ja, Fleisch, Geschmack, schmecke ich gar kein Fleisch. Was schmecke ich? Ingwer. Ingwer, Salz. Pökeltes. Sowas in der Richtung. Oliven, Oliven. Limette merke ich gar nicht. Ja. Also es hat schon irgendwas Eigenes, auf seine eigene Art und Weise Fruchtiges. Aber nicht definierbar oder beschreibbar. Ja, es ist okay. Man kann es essen. Man macht damit auf jeden Fall nichts falsch. Passt mal wieder zurück. Ich habe ja nun alle drei Sorten mal probiert. Ich kriege gar nicht zurück, Mensch. Ich habe jetzt mal alle drei Sorten probiert. Das kommt auf Platz 3. Ich finde es halt nicht so geil. Mir fehlt der Bezug zum Fleisch, wenn ich das esse. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Durch den Ingwer-Geschmack so ein bisschen. Es kommt irgendwie nicht ganz so an, als würde ich irgendwas Fleischiges essen. Also klar, es ist Fleisch und es ist auch die Konsistenz von Fleisch, aber der Geschmack. Yes! Unbeschreiblich irgendwie. Aber ich möchte nicht sagen, dass es schlecht schmeckt, weil es schmeckt echt gut. Kenn ich nicht. Kann ich, muss ich gerade passen. Bekomme von mir aber dennoch 9 von. Na, 8,5. 8,5. Weil es ist halt, es ist saftig, man erstickt nicht daran. Es schmeckt nach Ingwer, es schmeckt aber nicht penetrant oder widerlich oder scharf, es schmeckt angenehm, mild. Es hat irgendwas Fruchtiges auf seine eigene Art und Weise. Man schmeckt aber die Limette nicht heraus oder irgendeine andere Frucht, sondern süß, mild, ganz dezent süßlich, so fruchtig süßlich, ja. Komisch finde ich, dass halt das Huhn am fettigsten ist, obwohl Huhn eigentlich
das kalorienärmste Fleisch ist. Das finde ich ein bisschen komisch. Warum? Ich lese auch gerade, hier sind Fasern drin, in Klammern Weizen, Kartoffeln, Bambus, Möhren. Also das Ding ist halt nicht nur komplett aus Fleisch, sondern halt auch noch irgendwie auf seine Art, also ich, würde ich jetzt hier daraus schlussfolgern, auf eine Art, anderen Art Weise, unter anderem mit billig hergestelltes. Erstes natürlich die Hähnchenbrust und Maltodextrin und dann das Salz. Und dann kommt halt gleich diese Fasern. Für 100 Gramm Fertigware und 143 Gramm Hähnchenfleisch verwendet. Natürlich war das ganze Wasser und Co. auch mit Austritt, damit man es auch ein bisschen dürrt, trocken macht, würde ich jetzt mal so sagen. Interessant auf jeden Fall. Würde ich mich entscheiden müssen, welches dieser drei Proteinbars ich kaufen müsste, wenn ich sie nochmal kaufen müsste. Warum auch immer, ich würde beide, alle drei nicht nochmal kaufen, aber würde ich es machen, würde ich als erstes das Schwein nehmen, dann das mit dem Pfeffer und auch dann halt als drittes das mit der Limette, weil es halt nicht ganz so zu 100% meinen Geschmack entspricht. So, das dazu, beziehungsweise das war's schon, weil es ist ja nur ein Produkt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ich halte es auch nochmal korrekt richtig rum. Bitte sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Tschüssi!